Gib mir doch von da hinten Ach ja, schon gut, ja, schon erzeugt. gut, schon gut, schon gut. Du Mann, dann Loch. Was machst du denn da? Das ist eine Mann, Stelle. ich will das hier alles vernünftig gestalten. Weil die ganzen Maschinen sind so scheiße gebaut, dass sie dauerhaft Strom ziehen. Und ich will das hier mit einem Schalter alles an- und ausschalten können. Ach so. Okay. Überlege, wie man das am besten macht hier. 70%. Ach, ist aber. Ey. Oh, hör mal bitte auf. Okay. Das war so in Ordnung, der kann 80 sein. Prozent. Herr Gott, Alter, mach schneller. Hörst du mich noch? Ja. Okay, mein Spiel hat sich gerade komplett aufgehängt. 81, 85. Ne, das geht auch jetzt schnell. So soll das sein. Wie scheiße ich in So. meinem Inventar schnell drin habe, das ist nicht mehr normal. Aber jetzt so langsam bin ich, sind wir zumindest auf jeden Fall an so einem Punkt angekommen, wo die Sachen, die man in seinem Inventar drin hat, keine Scheiße mehr ist, sondern einfach alles Baumaterialien. Mal so ein Punkt, wo ich mir denke, alles klar, jetzt so langsam haben wir es geschafft. Kommen voran. 99%. Na, hoffentlich. Hier ist ein Pyocertus-Quarzkristall jetzt rausgekommen, yep. Ja, fertig? Yep, warte, wo Okay. bist du? Da unten hier. Da. Ja, sehr schön. Wie viel Brauchst macht er denn pro Dings? Immer eins oder was? du? Ja, immer eins. Aber ich dachte, die brauchen halt nicht so extrem lange, ne? Na, Glowstone ist dann halt nur wieder was rar, ne? Glowstone können wir, glaube ich, so nicht herstellen. Glowstone können wir super easy aus dem Nether holen. Ja, aber das musst du ja, kannst du ja nicht automatisieren. Vollkommen egal, dann holt man das zwischendurch halt einfach immer mal wieder. Wir Ja, haben oder jetzt hier so. hinten noch 4 Stacks von Glowstone noch. Aber wir brauchen ja von diesen wachsenden Seeds und so, brauchen wir ja unendlich viele, oder? Glaub Das mir, ist ja das. jetzt eigentlich auch erstmal nur zur Übergangszeit, bis diese ganze Automatisierung hier hinten wirklich Ja. gut ausgebaut ist, dass es halt auch wirklich schnell geht mit den wachsenden Seeds. Dann würde ich jetzt halt einfach erstmal sagen, knall jetzt die ganzen Seeds jetzt erstmal daran und dann ist gut. Gib mir mal bitte den Kristall wieder. Ich brauche den. Nö, den behalte ich jetzt. War das der Pyocertus? Ja, Ja. ne? So ein Kristalle. Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe ja schon den Kopf hier. Gott, endlich. Bitte, hat das Jahre gedauert? Ohne Calculation Circuit. Calculation Stone. So, und jetzt? Kacke. Und jetzt? Vielleicht? A much bigger table. Ich habe das Crafting Terminal fertig. Yeah. Gleich darüber an die Wand dran klatschen. Jo, hier oben drauf, ne? Ja, hier so an denen hier. Glaube, du kannst es hier nur oben drauf legen oder so. Ach, guck, von hier oben kann man es ja bedienen. Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Okay, dann brauchst du mir das ja gar nicht. Dich, Alter, Scheiße, Mann. Hast du dich? Egal, jetzt, das brauchen wir so oder so später noch. Aber klatsch das mal hier oben dran an die Wand, dann können wir ja gleich darüber craften. Das ist ja noch besser. Weil das ist, glaube ich, nur zum Rausnehmen, das Ding. Okay, das müssten wir nur noch verbinden. Verbinden. Im Gib mir mal. ME-Kabel. Ich hab nur eins, ein ME. Aha. Du hast es falsch rumgebaut, glaube ich. Ich Hier, sehe guck es mal. auch krass. Ich weiß aber nicht warum.
Ja, weil, nee, baust jetzt nur nochmal von der Seite. Das ist schon richtig so gewesen. Weiß noch nicht, warum sich das da so dran geklatscht hat. Jetzt passt es auch. Hier müsste man mit diesen Fassaden im Grunde arbeiten. Ja, scheiß drauf. Erstmal. Oh, so. Jetzt müssen wir später die ganzen, das ganze Ding hier nur noch mit den ganzen. Ach nee. Nur gut. Aber es funktioniert nicht. Aus. Ist vielleicht keine Energie oder so? Device offline steht da. Warum? Es kann sein, dass wir dafür einen Controller brauchen. Vielleicht können. Das untere geht aber. Ja, dann können wir das erstmal nur über Sound die. muted, sound Ups. resumed. Erstmal nur über die Chest bedienen. Das können wir ja machen. Brauchen dann noch den ME-Controller wahrscheinlich dafür, um weitere Geräte hier zu verbinden. Welcher ME-Controller? Ah, das Ding heißt so. So, ja, da ME-Controller. Ja, Pure Flux Crystals, Energy Link Prozessor, Skystone Block. Am Arsch. Das werde ich jetzt heute nicht mehr angehen. So, wie war denn das jetzt hier bitte nochmal? Was denn? Man musste das Ding doch hier irgendwie erstmal anlernen, oder nicht? Du kannst eigentlich alle Sachen reinlegen, da hast du schon. Was? Was bitte? Wie was? Was geht ab? Es ist doch jetzt nicht einfach nur so gewesen, dass man jetzt hier einfach alles reinlegen konnte. Und dann lag das hier halt einfach drin rum. Wieso nicht? Was willst du denn sonst damit machen? Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach die Sachen und legen die jetzt hier einfach so rein, fertig. Genau. Hä, was willst du sonst damit machen? Dass das so war. Ja, weil das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich, was du nicht daran verstehst. Was bringt uns das dann? Ich dir zeigen, was das bringt hier. Pass auf. Guck mal rein. Bin drin. Stack? Siehst du das? Guck mal. Was denn Kabelstone. das? Jetzt kannst du hier oben was eingehen, zum Beispiel Kabel. Gib mal Kabel oben ein, dann filtert er dir das auch gleich. Und so hast du, wenn du das ME-System komplett drin hast, kannst du alle Sachen durchfiltern. Kannst du Ach immer so. direkt auf das zugreifen, was du brauchst. Und du kannst auch direkt auf dem ME-Crafting-Terminal aus allen Kisten gleichzeitig drauf zugreifen. Zum Beispiel, wenn du was bauen willst oder so. Kannst du quasi von jedem Terminalplatz aus direkt alles bauen, ohne das jetzt hier irgendwie groß sortieren zu müssen oder so. Ach ja, so rum war das. Das denn hier? Ja. Geht dich nichts an, was das ist. Das heißt, wir können jetzt eigentlich alles, was wir jetzt in den ganzen Kisten jetzt drin haben, alles hier reinschmeißen. Ja, würde ich hier vielleicht noch nicht machen. Also wegen der 1K-Zelle noch, ne? Genau. Das Platte, die ist ja noch ein bisschen low. Das Problem ist, wir brauchen eigentlich größere Zellen, am besten die 4K-Zellen, weil die hat jetzt schon 10% belegt. 96 von 1024 Bytes sind benutzt und 5 von 63 Items. Das heißt, du könntest zum Beispiel hier die Zelle vollballern mit Ah. Stein. Kannst du auch ein Item reinlegen, aber irgendwann ist sie trotzdem voll. Der Speicherplatz auf der Zelle.
Kannst aber auch so eine 10.000 zum Beispiel reinlegen, eine 10.000 Speicherzelle, und wenn du nur, keine Ahnung, 20 verschiedene Blumen reinlegst, dann ist die auch voll. Ja. Wäre es denn dann nicht sogar schlauer? Also wir brauchen ein paar kleine am Anfang, bauen wir ein paar 1K-ME-Zellen und vielleicht jetzt erstmal eine 4K-Zelle oder so. Später können wir die eh alle verknüpfen, aber wir bauen die einfach so nach Bedarf, so wie es ist. Ja, am besten sind doch dann später dann eigentlich dann die 34K Zellen, oder nicht? Ja, natürlich sind die am besten. Aber guck mal, was da für ein Schritt nötig ist, um die zu bauen. Da wirst du aber sicher gleich nochmal anders überlegen. Die Sachen hier sind kein Ding. Ghostern habe ich, Calculation Prozessor kann ich herstellen. Storage Komponenten, warte. Versuche erstmal die nächstgrößere Zelle herzustellen. Dann gucken wir mal, wie lange du dafür brauchst. Oder musst da kannst du hier mit deinem Pythogenik-Isolator kannst du aber gleich. Da musst du wahrscheinlich 2 Tage lang farmen erstmal im Nether. Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal viele Kristalle. Wieso geht das jetzt hier nicht? Was ist das für eine Scheiße? Wieso steuert er das nicht an? Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, das ist nicht logisch. Also scheitert eigentlich gerade hauptsächlich sich gerade nur an diesen scheiß Zertuskristallen. Alles andere könnte man locker herstellen. Für eine 34K-Zelle. Eine 34K. 64, meine ich. Ich glaube, du hast sie nicht richtig gelesen. Doch, 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 doch. Welches Item guckst du dir gerade an? 64 km Storage Cell. Okay, 64 km Storage Cell. Dafür brauchst du ein Storage Housing. Okay, das ist kein Problem. Aber dafür brauchst du eine 64 km Storage Komponente. Guck mal, aus Nee, was nein, du. guck dir mal bitte ganz kurz mal das untere Dings davon an. Das heißt, du brauchst Quarzglas, Redstone und Eisen unten. Und dann halt in der Nähe da halt diesen Storage-Komponent. Wenn ich Ja, das jetzt guck nicht mal, alles aus was weiß, du halt, diese ne? Storage-Komponenten erstellst. Ja, ich weiß. Gut, Glowstone haben wir da, das ist nicht das Problem. Diesen Calculation-Prozessor kann ich ebenfalls easy herstellen, ist auch nicht das Problem. Quarzglas ist ebenfalls da. Dann brauchen wir nur noch drei von diesen 16K ME-Storage-Komponenten. Rechne dir das mal auf einem Blatt Papier aus. Warte, ich mach das. Warte mal, das heißt 3 mal 4 Glowstone, das sind 12. Erstmal. Glowstone. Wieso geht diese Scheiße hier nicht? Sieht krass aus, ja. Ups, falsch geklickt. Mann! Soll ich das denn aktivieren? Aktiviert sich nicht. Kann ich echt ausflippen. Was? Wieso nicht? Was? Mit noch Station. Boah, Alter. Logikprozess. Kann doch
gar nicht sein. Ging doch vorhin so. 12. Ach, scheiße. So, ausgerechnet. Bin fertig. Ist nicht so viel, ehrlich nicht. Wir brauchen 16 Glowstone, haben wir da. 5 Calculation-Prozessoren, kann man easy herstellen. 8x Quarzglas. Dafür braucht man halt viel Quarzscheiße, dann halt viel Quarzstaub, kriegen wir aber auch noch hin. 3 Logik-Prozessoren, kriegt man auch sehr einfach sogar hin. Und 12x Certus-Quarz. Also die Kristalle davon. Und das ist das einzige Problem. Es wären eigentlich wirklich nur die scheiß Certus-Kristalle. Davon bräuchte ich nur 12 Stück. Was zur Hölle machst du hier? Ich versuche dieses scheiß Ding zu aktivieren, es geht nicht. Welches Ding? Das hier. Deswegen legst du überall auf den Bodenschalter hin? Ja, ich überlege, wie ich das am besten platziere. Irgendwas mache ich entweder falsch oder... Wie was? Ich habe es irgendwie doch vorhin schon aktiviert. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Was genau willst du denn hier aktivieren gerade? Diesen Laserstrahl hier drauf. Ach, Kacke. Es kann sein, dass er Energie braucht. Daran kann es liegen. Hast du es eingesammelt? Ja, habe ich. Schau mal bitte her. Ayuka. Was sagst du? Du hast ausgerechnet oder was? Und das funktioniert? Ja, es würde funktionieren für eine 64K-Zelle. Wir bräuchten halt einfach nur Certus-Quarz-Kristalle. Wie viele? 12. 12 Kristalle? Ja, vielleicht auch 18. Bist du dir sicher? Für eine 64K-Zelle? Ja. Was für eine 4K-Zelle vielleicht? Nein, für eine 64K-Zelle. 64K im E-Storage-Cell. So, Storage-Komponenten. Warte mal, brauchen die irgendwas? Nee. Wobei, die brauchen auch schon Certus-Quarz. Crush-Certus-Quarz. Warte mal, dann kommt Nummer 3, 6, 9 nochmal dazu. Warte mal. 21... 3 16er Zellen. 29. 9 4K Zellen. 9 4K Zellen. Was rechnest du denn da? 27 1K ME Zellen musst du bauen. Und dann noch die ganzen Prozessoren dazu. Das kommt doch gar nicht hin, was du da ausgerechnet hast. Ja, was erzählst du denn da für einen Schwachsinn? Du hast doch von jedem 3 Stück. Guck mal, wenn du 64K hast, eine 4K... Ich gehe nach der Bauanleitung von dem oberen Ding mit dieser ME-Storage-Housing. Ich gehe nach der Bauanleitung von dem unteren. Wo du einfach nur diese 64K ME-Storage-Komponent bauen musst. Den Rest dieses Glas und Redstone und Iron, das zähle ich gar nicht mit, weil das haben wir in Massen hier. Ja, das ist doch das Problem, dass diese Storage-Komponenten... Aber das kann man doch bauen. Guck mal, ein Storage, ein 64K Storage Element, brauchst du 3 16K Elemente. Also jedes 16K Element braucht 3 4K Elemente. Also hast du schon mal 3 mal 3 sind 9. Also hast du schon mal 9 4K Zellen, die du bauen musst. Und jede 4K Zelle besteht aus wiederum 3 1K Zellen. Das heißt, ich weiß nicht, aber ich brauche ja nicht für jede Zelle, brauche ich ja nicht... 3 mal 9 sind 27 1K-Zellen musst du bauen. 27 mal 4 ist wie viel? Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht im Kopf. Du rechnest das gerade falsch. Nee. Doch. Dann fangen wir an zu bauen. Ja, mach mal Kristalle fit. Ja, ich arbeite dran, es wird hier nichts. Ohne Kristalle keine
Malle. Ja, doch, so geht das. Okay, es braucht Energie. Ach du Kacke. Haben wir denn noch normale Zertusquarz? Haben wir noch normale Zertusquarzkristalle? Ganz normale Zertusquarzkristalle. Ja, aber die bitte dafür nicht verwenden. Warum? Weil wir doppelt so viel rausbekommen, wenn wir die umwandeln. Und wir kommen einfach nicht weit, glaub's mir. Wie, wir bekommen doppelt so viel raus, wenn wir die umwandeln? Ja, wenn wir die zu Seeds wachsen lassen, zu diesen, wie heißen die dann? Perfect oder sowas? Nee. Pure Zertus-Quarz-Kristalle. Ja. Dann kannst du die quasi dadurch verdoppeln, weil diese Pure brauchst, kannst du genauso häufig einsetzen, als würdest du normalen Zertus-Quarz einsetzen. Du machst quasi einen Zertus-Quarz klein, hast zwei Seeds dadurch. Und diese zwei Seeds wachsen dann halt wieder zu einem Ganzen heran. Und dann hast du diese Pure Zertus Quarz-Kristalle. So hast du die quasi verdoppelt. Das ist so, wie als würdest du die in den Crusher schmeißen. Hm. Das verstehe ich. Aber wir haben da nicht mehr so viele. 38 nur noch. Das brauchen wir aber alle. Ich komme hier nicht weiter, warte mal. Lass mich mal kurz überlegen, ich muss hier gerade. So, das müsste doch gehen. Jetzt hier. Aber wieso willst du überhaupt ein 64K bauen? Weil wir dann gleich Ruhe haben. Bau erstmal ein paar 4K-Dinger, das reicht aus. Mit ein paar 4K-Dingern können wir alle Kisten hier einsortieren, ohne Probleme. Doch, doch. Ein 4K würde überhaupt nichts bringen, Mann. Wir hätten dann einfach Ruhe. Nein, hätten wir überhaupt nicht. Mit einem 64K hätten wir nur 64 Items, die wir lagern können. Das sind zwei Kisten, die wir einlagern können. Das bringt nichts, glaub's mir. Okay, ja, das ist dann echt bescheuert. Ja gut, aber auch die 4K-Dinger kann ich nicht bauen. Wieso nicht? Achso, weil ja auch Zertus Quarz fehlt. Lass mich das so hier zu Ende bauen. Dann können wir immer wieder nachproduzieren. Oh, einfach nur Zertus Quarz. Warte mal, wie kann ich denn, kann ich Server-Backup startet? Das ist schön. Doch, du Esel. Das hier nicht. So, jetzt so, so. So. Nee, das war jetzt irgendwie nicht so richtig. Scheiße. Hm? Noch nix. Fuck. Arschloch. Was? Funktioniert nicht so, wie ich das will. Besser. Besser. Hörting? Ja. Nein, wieso geht das nicht? Oh, ich raste aus. Der aktiviert gar nicht. Ich flippe aus. Ist das noch weiter hier? Das kann sein.
Ah, so. Wieso? Ah, doch jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ja! Ich habe Energie gemacht. Ja. Oh mein Gott, war das ein Akt hier, ey. Jetzt geht's an und aus. Was für ein Scheiß. Leuchtet. Ja. Ach, gut. Sind die Dinger drin? Nee, wo sind die denn? Keine Ahnung. Da sind sie. Also ich hab sie nicht. Ja, doch, doch, ich hab sie eingesteckt. Und los, Attacke! Wachstet, wachstet! Ey! Jetzt würde ich jetzt natürlich ordentlich das Ding hier leer pumpen. Gucken wir mal. Was ist an? Ja, ja, klar. Sieht gar nicht mehr so viel, warum? Ja, an, ja. Sind die? Oh ja, 3% gewachsen. Ja, gut. Woher weißt du das? Ja, gemerkt, wie viel die vorher waren. Sind ja auch 12 Grad gewesen. Hä, das Ding ist voll? 13%. Wieso haben wir so viel Energie? Und wieso wird sie nicht weniger? Weil dieser Photogenic Insulator noch Energie noch produziert, nebenbei. Echt? Nein. Aber wäre cool. Echt? Nein. Okay. Toll, danke, auch doch. Aus schwarzer Materie Energie. Aus der Sonne oder so, ne? Hm? Was denn? Ach, so, Gott sei Dank, das ist geschafft. Wieso? Wieso? Ja, jetzt ist er voll. Interessant. Ist auch alles voll. Was stimmt hier nicht? Ja, ist doch egal, Mensch, es funktioniert. Lass es doch jetzt einfach. Lass das. Ja, ja, ich lass das schon. Lass das. Macht da nichts mehr. Hör auf. Nein. Geh raus. Lass die Dinger wachsen. So, warte, jetzt mache ich aber erstmal alles zu hier. Wofür ist dieser zweite Schalter hier unten auf dem Fußboden? Was? Wo? Ja, der ist. Kannst du auch einsammeln. Der war noch von der Testphase vorhin. Oh. Hübsch. Hm? Du Arsch. Nein, ich komm hier nicht hoch. Nein. Also, oh, ab. Alter, du. Schnell zubauen hier. Oh, Astral, oh. Nummer. Ich lach mir schon von hin. Scheiße. Ich dachte so, guck mal, das ist jetzt voll der Kopf für ihn. Der was? Voll der Kopf für ihn. Dann drehst du dich um und sagst so, hä? Wieso, was los? Ich denke, scheiße, auf jetzt oder nie. Bah, bah. Nein! Ist das behindert? Beinerhund, komm jetzt. Scheiße, ey. Komm. Los, Köter, komm. Wo ist deine scheiß Hütte? Hier vorne, komm her. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wir müssen jetzt aber langsam Feierabend machen. Wie spät haben wir es? Oh, 3 Uhr. Jo, läuft. Bleibst du jetzt gleich offline, oder? Ja. Ja, doch. Okay, gut. Ja, alles klar. Gut. Alles klar. Dann hauen sie rein. Ciao. Mach's gut, ciao.